Ja, Khaled, lauf mal ruhig weg. Und du pfeffer dem dann noch eine rein. Ja, oh allgegenwärtige Autorität. Ja, Hira, das auf links. Und dann hoffen wir, dass nicht noch mal jemand vergiftet wird. Aber wenn das Vieh schon, die letzte Spinne schon wegrennt. So. Ja, nichts leichter als das. Ja, jetzt meckern die schon wieder, dass sie müde sind. Nach einer Rast. Ich tue mein Bestes. Was wollt ihr? Ja, nach einer Rast kannst du viel klarer denken. Das ist mir schon klar. Ich habe den ganzen Tag schon genug geschuftet, Sklaventreiber. So, kommen wir jetzt heil in den Wald. Ja, kommen wir. Und wir werden gleich von der Riesenspinne begrüßt. So. Noch eine Riesen. Das gibt's doch nicht. Was wollt ihr lang? Wir sind voll bewaffnet und kampfbereit. Okay. Ich habe leider keine Giftung mehr. Ja? Ich fürchte. Genau. Ja, Hira ist tot. Dann kann ich den Quicksave laden. Oh, wir haben es diesmal gleich beim ersten Mal geschafft. Sehr schön. Dann stellt euch erstmal auf. Jetzt ist nämlich wieder Heilzeit. Ja. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Wobei ich jetzt wahrscheinlich erst einmal einen Großteil der Zauber an Khalid verschwenden muss. Ja, oh allgegenwärtige Autoritätsperson. So. Und nochmal Khalid. Ihr habt eine Aufgabe. Und du auch nochmal Khalid. So. Nur einmal Minsk. Du dich selber. Und du nochmal dich selber. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Ja. Jetzt sind wir ausgepowert, das heißt nochmal rasten. Was wollt ihr? So. Mit dem Schaden kommen wir noch einigermaßen über die Runden, die wir jetzt gerade noch haben. Denke ich, hoffe ich mal. Auf jeden Fall sind wir jetzt wahrscheinlich am tiefsten Punkt des Waldes angekommen. Und wir haben ja schon in der Zwischensequenz gesehen, dass hier große Lindwürmer hausen, von denen wir schon einem begegnet sind. Ach nee, nee. Eine Dryade. Eine Hammer-Dryade. Sie versucht Spielchen mit uns zu spielen. Oh, sie hat es geschafft, zwei von uns zu leben. Komm, verpass hier mal einen hübschen Zauber. Und dann gleich nochmal einen. So. Oh, sie hat verstrichen gewirkt. Minsk ist eigentlich gar nicht verstrickt. Was immer ihr braucht. So, du bannst mal die Lähmung von den beiden. So, danke. Ja, die war nervig. Aber halt nicht so nervig. Oh, sie hat einen Dolch dabei. Ja, gut. Aber nicht so nervig wie die Sirenen. Hey, ich brauche nur noch 9500 Erfahrungspunkte fürs nächste Level ab.
Wir, ich bin voll bewaffnet. Ja, für die Gruppe. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. So, ihr bleibt gerade stehen und jetzt warten wir, bis das Verstricken nachlässt. So. Nichts leichter als das. Gut, danke. So, eine nervige Dryade. Das ist klar, aber soweit ich weiß, glaube ich, die einzige in dem Gebiet, was ich irgendwie ein bisschen komisch fand. Die letzten paar Male schon. Falls wir noch einer begegnen, einfach wieder draufhauen. Okay, hier ist Wasser, das heißt, hier ist ein Fluss oder ein See. Aber der Größe nach zu urteilen, würde ich fast schon sagen, es ist ein See. Hallo Riesenspinne. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. So. Die Spinnen warten immer auf uns, damit sie einen Initiativbonus haben. Okay, es ist ein breiter Fluss, weil hier ist eine Brücke drüber. Oder das ist ein Fluss, der in einen See mündet. Eins von beidem. Jo. Einfach immer weiter hier umschauen. Gut, wir sind hier auf so einer Art Halbinsel gelandet, beziehungsweise hier geht der Flussarm einmal rundherum. Ja. Das ist ein Riesenfluss, der sich durch diesen Wald schlängelt und wir müssen immer gucken, wo wir über den Fluss kommen, damit wir zu unserem Ziel kommen. Der Festung des Eisenthrons, von dem uns jetzt schon ziemlich viele Leute erzählt haben. Der eine Typ, den wir im Räuberlager befreit haben, und auch einige Druiden hier im Mantelwald haben uns davon schon erzählt, dass hier der Eisenthron haust. Jo, wo mag den Wald? So. Einfach mal gehen Süden. Ach ja. Ich spiele ja nebenbei Pillars of Eternity, was ja vor kurzem rausgekommen ist und ich schon ziemlich viele Folgen davon im Voraus aufgenommen habe, muss ich zugeben. Deswegen hat Baldur's Gate ja kurzzeitig eine Pause gehabt. Dort sind die Gebiete genauso schön detailliert wie hier, muss ich sagen. Sie sind halt ein bisschen kleiner. Was je nachdem, wie man es nehmen möchte, entweder Vor- oder Nachteil hat. Man ist halt schneller durch die Gebiete durch. Aber man hat nicht so viel zu erleben wie hier. Es hat halt vielleicht mehr Gebiete. Das bleibt noch abzuwarten. Es ist ja mehr oder weniger ein Blindspiel für mich. Das heißt, mehr oder weniger, es ist ein Blindspiel für mich. So, da sehen wir schon die Mine. 4 Reisestunden nichts entfernt. Leichter als das. Aber wir sind noch nicht so weit. Wir wollen erst einmal hier fertig aufdecken. Und hoffen, dass wir den Fluss wiederfinden. Ja, dieser Fluss ist wirklich groß und schlängelt sich hier richtig durch. Was zur Hölle war das? Oh, Spinnennest. Da sollen wir aufpassen. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Was wollt ihr? Au. Nils, wo willst du hin? Wenn ich verschwinde. Ja, nichts leichter als das. Mich kümmert, denn ich verschwinde jetzt. Ich bin so gut. Ja, moralisches Versagen. Flucht ist okay. Flieh einfach mal. Was wollt ihr gut? Weil. Was wollt ich hab genug davon. Bei so einem Spinnennest bin ich lieber vorsichtig. Da ist ein grüner Punkt. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Was auch immer dort ist. Okay, immerhin hat jetzt gerade das Pfeilsuchen von selber abgebrochen. Ich glaube, das hier ist ein Bug.
Oder kann man den grünen Punkt von hier aus sehen? Nein. Also ja, da ist so ein merkwürdiger grüner Punkt. Was? Beinahe unter meiner Würde. Ich glaube, das ist ein Bug. Außer hier ist irgendwas. Aber ich glaube, das ist einfach nur ein Grafikbug, ein kleiner, der sich da eingeschleicht hat, geschlichen hat. Ah, das ist ein kleiner See hier drüben. Okay, gut zu wissen. Der Fluss ist nämlich hier. Lindwurmbabys. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Ja, Lindwurmbabys bedeuten, dass die Mama nicht ganz weit weg ist. Hä? Deswegen sollten wir vorsichtig weitergehen und aufpassen, was wir hier noch so suchen und finden. Auf jeden Fall sehr viel Gestein im Wasser. Hey, noch eine Brücke. Die führt uns wahrscheinlich da oben auf die andere Seite. Oh, eine Schwertspinne. Eine Schwertspinne ist au. Ja, gut. Genau, eine Schwertspinne macht böse Aua. Okay, wir wissen, da lang geht's weiter. Das heißt, wir überqueren jetzt erstmal die Brücke, schauen uns auf der anderen Seite mal um. Und dann schauen wir uns hier weiter um. Und da ist wieder so ein grüner Glitch drin. Wenn das überhaupt ein Glitch ist und nicht irgendeine Markierung, von der ich nicht verstehe, was sie macht. Die sind mir schon ziemlich oft aufgefallen und ich habe nie wirklich mal nachgeguckt oder nachgerecherchiert, ob das ein Glitch ist, ein Bug ist, irgendwas, oder ob das eine Bedeutung haben könnte. Weil hier ist einer. Also hier ist einer, hier weiter unten. Irgendwo war einer. Seht ihr, den finde ich schon gar nicht mehr wirklich. Naja, egal. Ach nee, halt, der war hier in dem Gebiet mit den Spinnen. Hier irgendwo war der. Genau, da ist einer. Also da ist einer und hier oben bei dem Baum ist auch noch einer gewesen. Da. Vielleicht soll das Vogelnest sein. Na, noch mehr Lindwurmbabys. Oh, drei Stück. Das könnte jetzt lustig werden. Die Kleinen können nämlich auch schon vergiften, was nervig ist. Ja? Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. So. Was wollt ihr? Heilung für Kaelit mal wieder. Ihr habt eine Aufgabe. So. Beinahe unter meiner Würde. Hi, Kaelit ist ein bisschen geheilt. Noch ein Lindwurm-Baby. Also die kann Minsk wahrscheinlich nicht beruhigen. Deswegen, bei Lindwürmer sind ja eigentlich keine Tiere, also Drachen allgemein sind gar keine Tiere. Also zählen in dem Fall nicht zur Kategorie Tiere in dem Spiel. Das ist wirklich ein sehr großer Fluss. Muss ich doch schon sagen. Ein sehr großer Fluss.